Einen wunderschönen guten Tag. Servus, hier ist der Sunny. Herzlich willkommen heute am 26. April 2024 zur 881. Folge Verbindende Punkte. Angriff, mein heutiger Titel. Und ja, ich möchte ein bisschen darauf eingehen, in welcher Situation wir uns da wohl gerade befinden. Ein bisschen natürlich auch aus aktuellem Anlass. Normalerweise lasse ich mir ja ein bisschen mehr Zeit mit meinen Sendungen. Allerdings schien mir das heute durchaus wichtig und dann bin ich ja auch da. Ja, wir haben es wohl weiterhin mit einem zu Tode verletzten Tier zu tun, das allerdings noch in seinen letzten Kämpfen sozusagen liegt und hier wie wild um sich schlägt. Und das sehen wir in diesen Tagen sehr, sehr deutlich. Wenn wir uns anschauen, wie die Steuerung in diesem System funktioniert hat, zumindest was hier die tragenden Säulen waren in den letzten 100 Jahren, dann sehen wir vor allem natürlich das Finanzsystem. Ich denke, das ist inzwischen allen klar, seit 1913, spätestens seit 1971, war es der US-amerikanischen Notenbank, Federal Reserve, möglich, das Geld aus dem Nichts zu drücken. Natürlich überall anders läuft es nicht großartig anders. Und ja, dieses System kommt an sein Ende, sehen wir sehr, sehr deutlich. Und diejenigen, die davon profitieren, sehen das natürlich äußerst ungern. Und vor allem, wenn es da eine Ausweichmöglichkeit gibt für die Menschen, die man nicht mehr kontrollieren kann, findet man das nicht überall gut. Ich sag's mal so. Eine zweite Säule ist natürlich die Informationshoheit, die ebenfalls sehr, sehr lange bestanden hat, aber die auch aller spätestens seit Corona ihr Ende gefunden hat, Fragezeichen. Soweit sind wir wohl noch nicht, aber in der Glaubwürdigkeit unter den Menschen sehr, sehr gelitten hat. Und wir sehen, wenn heute Tucker Carlson hunderte von Millionen Menschen erreicht, da träumen die alteingesessenen Medien, New York Times, Spiegel und so weiter. Kann man hinschauen, wo man möchte, träumen da natürlich von solchen Zahlen in diesen Tagen. Und auch hier muss man deshalb eventuell etwas gegen diese verloren gegangene Meinungshoheit machen. Unsere Politiker sind endlich auf TikTok. Kommen wir heute noch drauf. Es ist Wahljahr, sowohl in den Vereinigten Staaten als auch im besten Deutschland aller Zeiten. Da geht es um die Landtagswahlen in drei Bundesländern, glaube ich, sind es in Ost- bzw. Mitteldeutschland. Allen voran natürlich muss verhindert werden, dass Höcke hier Ministerpräsident von Thüringen wird. Ein Anruf aus Südafrika wird es in diesen Tagen wahrscheinlich nicht mehr tun. Ja, wir sehen, wie wir hier langsam in eine Phase geraten, in der es sehr, sehr offensichtlich wird, wie verzweifelt man da in gewissen Kreisen ist. Und das macht die Lage allerdings durchaus auch ein bisschen bedrohlich. Ich denke, das kann man ebenfalls so zusammenfassen. Aber wie soll man sagen? Es gibt diesen Spruch, erst ignorieren sie dich, dann verlachen sie dich, dann bekämpfen sie dich, dann hast du gewonnen. Ich habe den Fehler gemacht, eventuell andere auch, dass man zu früh auf diesen vierten Punkt schon kommt, dass man meint, man habe den Kampf bereits gewonnen. Auch wenn die Dinge unausweichlich scheinen, man hat in gewissen Kreisen wohl noch nicht ganz aufgegeben. Und daher kann man sich eventuell in mehreren Bereichen, wie gesagt, auf durchaus holprige Tage einstellen. Schauen wir es uns an, bleiben allerdings frohen Mutes, optimistisch und sehen diese Angriffe, die da kommen, als Zeichen, dass man irgendwo auch auf dem richtigen Weg ist. So. Ja, wie immer macht euch die eigenen Gedanken, hier alles natürlich weiterhin mit Humor zu verstehen und schauen wir uns das an, würde ich sagen. Kleine Sendung am Freitagabend. Wunderbarer Ausspruch hier von Nancy Faeser im Bundestag. Wahre Worte. Deutschland war und ist Ziel von Spionage und Sabotage, Desinformation und Propaganda. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Man könnte vielleicht darüber diskutieren, von welcher Seite es hier tatsächlich kommt, aber ich glaube, hier würden die Meinungen allzu sehr auseinandergehen. Deutschland wird laut Bundesinnenministerin Faeser immer wieder Ziel versuchter Angriffe, ja, hier haben wir es natürlich, aus Russland und anderer Diktaturen. China kommt da noch ins Spiel. Ziel sei es, die Bundesrepublik zu schwächen, sagte die SPD-Politikerin in der Aktuellen Stunde. Nicht in der aktuellen Kamera, nein, nein. Im Bundestag zur Spionageaffäre um AfD-Politiker Krah. Ja, wir haben einen Politiker, der sich eventuell mit den falschen Menschen, Mitarbeitern umgeben hat. Sein Pech ist, dass er bei der AfD ist. Wäre er bei den Grünen, wäre das kein Problem. Haben wir spätestens mit dem Greichen-Clan miterlebt und sehen sie jetzt in diesen Tagen auch wieder um dieses, ja, Debakel, um die AKW-Abschaltung schauen wir uns heute natürlich auch noch an. Also, um wieder zu dem Bilde des Tieres zurückzukommen, man sieht, dass man hier inzwischen wohl zu allem beschlossen ist und eventuell ja gar nicht im vollen Maße realisiert, wie weit man selbst von gewissen Realitäten schon entfernt ist. Wie gesagt, ohne das Internet, ohne freie Berichterstattung Einzelner wären sie vielleicht damit durchgekommen. Sie wären eventuell auch damit durchgekommen, wenn sie sich ein bisschen mehr Zeit gelassen hätten. Aber irgendwie scheint die Zeit ja weiterhin knapp zu sein. So, ein kleines Meme finde ich hier ganz passend zum Einstieg. Hier heißt es: Faktenchecker haben nicht existiert, bevor die Wahrheit damit begonnen hat, herauszukommen. Erinnert sich irgendwer an Faktenchecker vor der Corona-Pandemie? Ich glaube, da gab es zwei, drei, aber dass es regelmäßig jetzt auch in den Mainstream-Medien gecheckt wird, ob die Fakten denn richtig sind, das ist einfach eine Stilblüte unserer Zeit, denn ja, die Wahrheit bricht hervor. Zwar noch nicht überall, in allen Bereichen, auch noch nicht im vollen Ausmaß, sondern peu à peu, dass die Menschen so ganz, ganz langsam drauf kommen, dass hier etwas nicht stimmt. Ja. Bei uns hat es ja auch ein bisschen gedauert, sage ich mal. Wie gesagt, ich schaue mir die ganze Geschichte hier seit dem 11. September an. Schon ja, im jugendlichen Alter habe ich mir gedacht, dass da das ein oder andere eventuell nicht ganz stimmen kann. War damals auch ein reines Gefühl, das sich allerdings natürlich inzwischen bestätigt hat. Und ja, habt Geduld mit den Menschen, die hier einfach etwas länger brauchen. Ich denke, niemand von uns war der Erste, der es verstanden hat. So, damit zurück nach Deutschland. Und diesen Satz fand ich wunderbar. Ja, rein für das Verständnis. Wer meint, er kann mich bremsen, wird mich noch kennenlernen. Das ist eine Aussage von Berlins regierenden Bürgermeister Wegner. Er macht eine Kampfansage an die Schuldenbremse. Ja, wie gesagt, wir sind wieder beim Gelddrucken. Solange man Geld drucken kann oder sich ausleihen kann oder wie auch immer, während andere dafür arbeiten müssen, redet man sich eventuell recht leicht. Und ja, dieser Satz, wer meint, der kann mich bremsen, wird mich doch kennenlernen, der stellt in meinen Augen momentan das generelle Motto für alle sogenannten Verantwortlichen dar. Denn genau das können wir wirklich in allen Ebenen, nicht nur in Berlin, erleben. So, die Rezession ist endlich angekommen. Steuereinnahmen in Deutschland gehen deutlich zurück. An was es liegen kann, keine Ahnung, eventuell daran, dass man seit Jahren dabei ist, die Wirtschaft in den Sand zu setzen. Eventuell, ja, führt auch der Abzug von tatsächlichen Fachkräften dazu, dass hier weniger Steuerabgaben geleistet werden. Denn ja, nicht nur Fachkräfte, die zu uns einwandern, nein, es verlassen auch weiterhin genügend Menschen das Land und sagen: Wisst ihr was? Ihr könnt mich mal. Darf man das sagen im Fernsehen? Sind ja gar nicht im Fernsehen. Kleiner Spaß. Ja, wie gesagt, auch hier sehen wir, dass dieses Finanzsystem und alles, was damit zusammenhängt, sehr, sehr schnell sein Ende finden dürfte. Ich weiß, das erzähle ich schon eine Zeit lang, aber inzwischen sind die Zeichen wirklich unaberkennbar. So, ja, Deutschland, Japan, da war irgendwas. Irgendwas haben diese zwei Länder gemeinsam. Irgendwas. Ja, ich komme nicht drauf.
Naja, auch hier. Notenbank vertagt eine Zinserhöhung. Yen rutscht auf 34-Jahrestief. Was habe ich gelesen? In irgendeinem Tweet hieß es, die Japaner haben in den letzten 3 Wochen 4% ihres Ersparten verloren. Einfach so. Einfach weg. Ja, auch das eine Sache, die eventuell nicht nur Japan droht. Was in Japan in meinen Augen besonders ist, ist, dass wir hier ja als erstes sogenanntes Industrieland sehen oder in Japan als erstes Industrieland sehen, dass hier die Währung eben derart abwertet, wie wir das ja in diesen Tagen schon im Libanon, in der Türkei, in Argentinien sehen und wie man es ja zum Beispiel auch in Simbabwe oder Venezuela in einer Hyperinflation auch gesehen haben. Die Reise geht mit allen Währungen in die gleiche Richtung. Der US-Dollar wird eventuell der letzte sein. Davor werden alle anderen stürzen. Aber ja, was da kommen wird, wird sich zeigen. Es deutet sich ja an, dass, was heißt es deutet sich an? Es wird seit langer, langer Zeit über gewisse goldgedeckte Währungen gesprochen. Und diese Meldung hier, China verkauft US-Staatsanleihen und kauft dafür Gold, ist eventuell als eine symbolische Meldung für diese Bewegung zu sehen, dass nämlich der Dollar als ja, Weltreservewährung tatsächlich mehr Macht verliert. Und was dann auch immer kommen mag, inzwischen wird auch von einer Kryptowährung gesprochen, einer eigenen, die entwickelt werden soll. Oder ja, man nimmt eben den Bitcoin, wird sich alles zeigen. Aber auch das Gold ist ja noch nicht ganz vom Tisch beim einen oder anderen. Und viele, viele Notenbanken kaufen eben das Gold. Ja, eventuell einfach, weil es am Ende des Tages vielleicht sicherer ist als jede Staatsanleihe und sei es ja, die der Amerikaner. Die Schweizer waren ja jetzt lustig, oder? Ja. Sie haben, ich weiß nicht, ob es durchgeht oder wie weit es dann tatsächlich in die Realität kommt. Auf alle Fälle gibt es einen Vorschlag, ja, Bitcoin zu kaufen, also die Nationalbank soll Bitcoin kaufen und stattdessen die deutschen Staatsanleihen abstoßen. Wir werden sehen. Ja, muss ich nicht jedes Mal was dazu sagen. Wir sehen, die Weltlage am Finanzmarkt ist mehr als fragil. Ja, die gibt es seit ebenfalls Jahren. Gewisse Prognosen, wann der schwarze Schwan denn endlich auftaucht, wird sich alles zeigen. Im Großen und Ganzen geht es weiterhin darum, den Menschen zu zeigen, was hier tatsächlich los ist. Und das funktioniert eventuell am besten über gewisse Fragen der Inflation. Wenn es in einem Land vorkommt, dann gibt es keinen globalen Lerneffekt. Haben wir immer wieder gesehen. Wenn ja, dieses Problem der Inflation wirklich weltweit gespürt wird, und das ist mehr und mehr der Fall, dann kann man da eventuell auch drüber nachdenken. Grenzenüberschreitungen, Lösungen anzubieten, wie auch immer die ausschauen mögen. So, ja, die Wirtschaft in den USA, gleiches Spiel wie hier. Die US-Wirtschaft hat sich schneller verlangsamt, ein Oxymoron, schneller verlangsamt als gedacht. Das Ganze ist im ersten Quartal 2024 und man hat nur noch ein Wachstum von 1,6%. In Deutschland hatten wir da, glaube ich, 0,2 waren es letzten Meldungen. Also auch hier zeigt sich, ja, es geht langsam zu Ende. Und ja, nun beginnen sie schon ganz langsam, sich gegenseitig die Gelder zu sperren. Wir haben ja, ja die letzten 2 Jahre, 2,5 Jahre, über die US-Sanktionen gegen Russland gesprochen. Auch die Deutschen haben da fleißig mit sanktioniert. Gegen China soll es auch, ja, was laufen, habe ich gehört. Und nun beginnen die Russen ihrerseits amerikanische Güter zu sperren. Hier heißt es, ein russisches Gericht hat die Beschlagnahmung von 440 Millionen US-Dollar von JP Morgan angekündigt oder angeordnet, besser gesagt. Und das könnte ebenfalls erst der Anfang sein. Hier heißt es, Russland warnt Europa. Wenn ihr unsere Werte klaut, dann klauen wir eure. So hat es jetzt nicht gesagt, aber ja, es ist die Antwort wird euch verletzen. Und hier kam dann tatsächlich aus Russland heute in einem kleinen Tweet. Russland sagt,
Es habe nun das Recht, alle westlichen Vermögenswerten in Russland im Wert von über 288 Milliarden US-Dollar zu beschlagnahmen. Ja, auch hier Angriffe, wohin man blickt. Und ja, wird wirklich entspannt. Eine äußerst explosive Gemengelage da weiterhin. China und Russland gegen den Werte-Westen beziehungsweise der Westen, die NATO, die Amerikaner, die Europäer, gegen den Rest der Welt, ich denke. So kann man es eventuell mehr oder weniger sehen. Da gibt es natürlich zwei, drei, vier Querschläger im Westen, die Ungarn zum Beispiel. Im Rest der Welt ist es wohl Israel und eventuell. Man weiß nicht ganz, wie sich die Argentinier jetzt in diesen Tagen positionieren und der Malay. Also auch hier äußerst interessant, wie sich hier die zukünftige politische Ordnung der Welt entwickeln wird. Und ja, hier die Meldung zu den Sanktionen gegen China. Hier heißt es, die USA drohen China mit neuen Sanktionen wegen den chinesischen Waffenlieferungen an die Russen oder an die russische Waffenindustrie. Ist da etwa der militärisch-industrielle Komplex in den USA oder auch in Deutschland ja etwas neidisch, dass die Aufträge da nun an China gehen. So war das eventuell am Ende des Tages nicht gedacht. Man hatte sonst immer beide Seiten beliefert. Egal. So, dann kommen wir von diesem Thema ein bisschen ab. Also der Wirtschaft und blicken, es geht immer auch ums Geld natürlich. Aber blicken auf diese kleine Meldung hier. Das Weiße Haus denkt drüber nach, hier einen nationalen Klimanotstand auszurufen. Eventuell sehen wir hier den letzten Versuch, die ganze Geschichte noch in Richtung Weltkommunismus umzulenken. Die Lockdowns während Corona sind den meisten ja noch in Erinnerung. Ähnlich könnte das danach ausschauen, wenn wir alle wegen dem Klima sterben werden. Es geht in meinen Augen darum, hier die mehr und mehr entschwindende Kontrolle einfach auf die eine oder andere Art noch zu behalten, dass ein solcher Klimanotstand natürlich wiederum nur dazu führen wird, dass noch mehr Menschen verstehen, was hier los ist. Ich denke, ich weiß nicht, ob es Ihnen bewusst ist, aber ja, diese Begebenheit sehen wir seit Jahren. Es wird irgendetwas bestimmt, was in den Augen von vielen, vielen Menschen völlig widersinnig ist. Es wird dennoch durchgezogen und daher wachen noch mehr Menschen auf. Da noch mehr Menschen aufwachen, müssen wir noch abstrusere Dinge fordern oder bestimmen. Und ja, so haben wir da ein kleines, kein Teufelskreis. Es ist eigentlich ein göttlicher Kreis, da hier einfach die Wahrheit mehr und mehr um sich greift. Und ja, sollen sie doch machen. Ihren Klimanotstand, ich denke, in Deutschland gibt es da genug Fans. Ja, und interessant bei diesem Klimanotstand ist, dass er Präsident Biden wohl Wartime, also Kriegszeiten Vollmachten geben würde, ähnlich wie es ja auch unter Trump bei Corona der Fall war. Er hat sich ja stets als einen Präsident in Kriegszeiten verstanden. Durchaus interessante Formulierung, auch hier. So, und dann Daumen hoch, wir sind wieder beim Geld. Präsident Biden ruft nun dazu auf, Kapitalgewinne mit 44,6 Prozent zu besteuern. Hier geht es um die realisierten Gewinne, was schon abstrus genug ist. Er wird da nicht sehr, sehr viele Freunde finden, zumindest nicht in der freien Wirtschaft. Was er hier fordert, ist noch etwas. Ja, auch hier muss man sagen, es ist nicht klug, so etwas zu fordern oder einzufordern, weil es natürlich einen enormen Widerstand bei vielen, vielen Menschen auslösen wird. Und zwar möchte man hier die unrealisierten Gewinne besteuern. Es geht hier über Steuerzahler mit einem Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar, so wird es nicht den Mann von der Straße treffen, aber die müssen nun ihre Gewinne oder sollten
laut diesem Gesetz ihre Gewinne besteuern, auch wenn sie die Gewinne sich gar nicht auszahlen lassen. Dass das eventuell nur der Anfang ist, dass man das natürlich auch dann ja, bei Zeiten bei weniger reichen Menschen einsetzen könnte. Auch das ist, wie wir es immer wieder oft gesehen haben, möglich, immer Schritt für Schritt. Ja, es geht darum, die letzten Heller noch zusammenzukratzen, denn wie gesagt, das System kommt mehr und mehr zu seinem Ende. Und ja, da war die in Bitcoin-Kreisen wohl aufwühlendste Meldung diese Woche die Verhaftung von zwei Individuen, nämlich den Gründern der Open Source. Ja, eigentlich ist es eine Wallet, die allerdings es ermöglicht, hier Bitcoin-Mixing zu vollführen. Samurai, der Name, sieht man hier auch schön im Bild. Ja, ist es. Ja, die Open-Source-Entwickler sind verhaftet worden, weil sie Code geschrieben haben. Ja, den einen oder anderen erinnert es jetzt schon an Ross Ulbricht, an Julian Assange oder auch ja, andere, die als Sündenböcke hier mehr oder weniger für Jahrzehnte, teilweise doppelt lebenslang eingesperrt werden, um Exempel zu statuieren. Und ähnliches scheint auch hier vonstatten zu gehen. Ja, um was geht's? Den Entwicklern wird vorgeworfen, über ihre Samurai-Wallet bzw. den Whirlpool-Mixer Geldwäsche betrieben zu haben und hier vor allem auch Kriminelle befähigt zu haben, ihre Gelder zu waschen. Geht natürlich überhaupt nicht. Hier haben wir den offiziellen Presseartikel von dem amerikanischen Justizministerium. Die Gründer und CEOs der Cryptocurrency, eines Kryptowährungs-Mixing-Service, sind verhaftet worden und werden wegen Geldwäsche und unlizenzierte Geld-Transmitting, also dem unlizenzierten Senden von Geld, belangt. Also hier geht es um gewisse Verstöße. Man fragt sich tatsächlich, wieso hier solche Leute verhaftet werden. Und ja, die Banker zum Beispiel, die in den USA mit Jeff Epstein in Verbindung gebracht wurden, mit ja, teilweise lächerlichen Strafzahlungen immer noch auf freiem Fuß sind. Eventuell geht es darum zu zeigen, dass ja, wir nicht die gleichen sind. Wir hier auf einer Ebene stehen und die Elite auf einer anderen Ebene steht. Und alles, was die Elite darf, dürfen wir natürlich nicht, klarerweise. Und da ja, hier aber gewisse Kräfte sehen, dass ihnen über solche Möglichkeiten hier die Kontrolle mehr und mehr entzogen wird, wehren sie sich natürlich und tun das teilweise auf eine recht plumpe Art und Weise, die ebenfalls ja, den Menschen sehr, sehr offen zeigt, welches Spiel hier gespielt wird. Und ja, was soll man sagen? Wir wünschen natürlich diesen Menschen alles Gute und viel Kraft. Und ich bin der Meinung, es kommt für die Samurai-Entwickler absolut, absolut nicht überraschend. Und ja, hier kann man sich ebenfalls wohl auf einen längeren Kampf einstellen. Wir reden hier, das sei noch gesagt dazu, natürlich vom Justizministerium unter Joe Biden, die Biden-Administration, findet aber eventuell jetzt im November wohl ihr politisches Ende zumindest. Und ja, wie es dann weitergehen wird unter einer eventuellen Präsidentschaft von Donald Trump, wird man sehen. Allerdings, ja, muss uns, glaube ich, auch ganz, ganz klar sein, dass hier es nicht um einzelne Politiker geht, sondern es geht hier um eine Kaste, die sich wirklich mit Händen und Füßen wehrt. Und das sehen wir nicht nur in solchen Meldungen, sondern auch in vielen, vielen anderen. Ja, wieso ist es jetzt so besonders, dass diese Meldung in diesen Tagen herauskommt, diese Verhaftung nun ja, veröffentlicht wurde? Ja, es war nicht der einzige Schlag gegen freies Geld, gegen die Privatsphäre der Menschen, um
das kurz zu erklären für all die es eben nicht wissen, mit einem Mixer, einem Bitcoin-Mixer, war es möglich oder ist es immer noch möglich, Bitcoin zu de-anonymisieren. Also wenn man mit einem KYC-Vorgang seine Bitcoin gekauft hat, sind die ja nachvollziehbar, sage ich mal, mit dem Namen nachvollziehbar und mit dem Namen verbunden. Und das lässt sich eben lösen, indem man einen solchen Mixer benutzt. Also ist ein Schlag gegen eine solche Mixer-Community auch ein Schlag gegen die Privatsphäre der Menschen. Das ist ganz, ganz wichtig hier zu verstehen. Und ja, wenn wir uns den Kampf gegen die Privatsphäre der Menschen anschauen, da haben wir noch einige andere Meldungen, die uns da auch in der EU durchaus interessieren sollten in diesen Tagen. Ja, hier eventuell die beste Nachricht des Ganzen hier. Die US-Regierung hat nun offiziell erklärt, dass Bitcoin Geld ist, weil es hier eben um Geldwäsche geht und hier ein unlizenziertes Geldsendegeschäft betrieben wurde, laut der Anklage. Also Bitcoin wird ja ganz eindeutig von der US-Regierung als Geld anerkannt, beziehungsweise öffentlich. Ich denke, sie haben es ja ganz langsam schon gesehen, was hier auf dem Spiel steht für sie. Ja, es kamen mehrere Meldungen, nicht von der Heftigkeit, aber durchaus aus der gleichen Richtung. Ja, es ist die SEC hat MetaMask, auch eine Krypto-Wallet, keine rein, ich glaube eine Ethereum-Wallet, hat MetaMask beschuldigt, hier ebenfalls als unlizenzierter Broker bzw. Dealer zu agieren. Auch das geht ganz klar in die Richtung, dass man hier eben jeden unlizenzierten Krypto- bzw. Bitcoin-Anbieter aus dem Markt drängen möchte. BlackRock lässt grüßen. Und so geht es weiter. Am 3. März 2024 wird sich die Phoenix Wallet aus den US App Stores zurückziehen müssen. Also, hier ein Tweet der Phoenix Wallet. Man rät den Nutzern aus den USA, dass diese ihre Wallets leeren sollten und empfehlen dringend, Kanäle nicht zwangsweise zu schließen, da die On-Chain-Gebühren erheblich sein könnten. Okay, das ist was für Fachleute, aber auch hier sei gesagt, das ist eine Wallet, die frei für jedermann zu benutzen war. Und hier ist es in diesem Fall wohl Apple und Android, die nicht mehr mitspielen. Und das ist eine Sache, die sich für den einen oder anderen seit längerem angekündigt hat. Und nun sieht es quasi die ganze Welt. Der Krieg gegen freies Geld, gegen freies Handeln wird mehr und mehr an der Oberfläche geführt. Und ja, wir werden sehen, wo das Ganze hinführen wird. Ähnliche Meldung hier, das ist neu, heißt es. Microsoft Defender, also der Antivirenprogramm von Microsoft wohl, stuft mempool.space, eine sehr, sehr wichtige Website innerhalb des Bitcoin-Spaces. Also mempool.space wird jetzt als bösartig eingeschätzt. Wir sind wirklich in der Phase, dann bekämpfen sie dich. Auch das geht in die gleiche Richtung. Es sind, was haben wir gehabt, Apple, Google, Microsoft, die üblichen Verdächtigen, die hier klar relativ zeitgleich auch gegen diese ganze Bewegung hier agieren. So, das Bitcoin Magazine bringt hier eine weitere Warnung und damit soll es dann spätestens klar sein, dass das Ganze hier zeitlich nicht zufällig ist. Das FBI warnt nun die Amerikaner, hier nicht KYC-Bitcoin zu kaufen und Kryptogeld Transmitting Services, was wir gerade gesehen haben, zu benutzen. Also, ab jetzt gibt es, ist noch kein Gesetz, aber eine Warnung des FBI, sage ich hier mal, nur noch die Möglichkeit, in den USA lizenzierte Bitcoin-Börsen zu benutzen. Also ist jetzt eine Empfehlung des FBIs, aber in welche Richtung das natürlich gehen soll, sollte den meisten klar sein. Am Ende des Tages werden wir hier wohl einen Kampf gegen die Selbstverwahrung von Bitcoin sehen. Und ja, wie gesagt, die ETFs haben es wohl eingeläutet. Bitcoin schön und gut, wenn es die Großen halten und den Kleinen dann anbieten, lizenziert natürlich alles. Ein Individuum, das in seinen Kopf
Bitcoin hält, ist natürlich für so ein System nicht gewollt. Ja, und man versucht natürlich hier sowohl das Onboarding, also den Eintritt in die Bitcoin-Welt zu erschweren, als auch, und ja, das ist ebenfalls sehr, sehr klar erkennbar, die Menschen dazu zu bringen, hier eben erneut zentrale Instanzen zu benutzen und ja, den Bitcoin nicht nach der Philosophie von Satoshi dezentral zu nutzen. Auch das geht in eine sehr, sehr klare Richtung und es soll den Menschen eventuell zeigen, wo wir hier in diesen Tagen stehen. Und dazu noch ein kleines Meme hier. Hier heißt es, ja, sie beherbergen in ihrem Kopf Bitcoins ohne KYC. Nicht wahr. Ja, wenn es denn nicht zu traurig wäre, aber so traurig ist es im Endeffekt nicht. Denn im Endeffekt war es klar, dass man sich hier, ja, zumindest von den Kreisen, die wir da in den USA ebenfalls sehen. Es gibt in den USA sehr, sehr viele Bitcoin-Advokaten, die sich sehr kritisch gegenüber solchen Entwicklungen natürlich stellen. Aber das, was von der Biden-Administration kommt, das, was momentan aus dem EU-Parlament kommt und von der einen oder anderen Partei hierzulande, das geht eigentlich alles in die gleiche Richtung. Und ja, fast könnte man denken, ihn hat es irgendwer erklärt. So, ja, und dann noch ein kleiner Fun-Fact. Haben Sie gewusst, der Fall Samurai wurde dem Richter Richard M. Berman zugewiesen, demselben Richter, der den Fall Jeffrey Epstein vor seinem angeblichen Selbstmord beaufsichtigte. Ja, die Welt ist auch in den USA immer wieder sehr, sehr klein. So, dann haben wir noch zwei, drei andere Verrücktheiten. Nehme ich jetzt mit rein, um zu zeigen, welchen Wert Menschen inzwischen mit dem Bitcoin zurechnen. Hier hat jemand, dieser junge Mann oder nicht mehr ganz junge Mann, für 16 Bitcoin, das ist knapp über eine Milliarde, eine Million US-Dollar, ein Schild ersteigert bei Bitcoin. Das haben wir hier irgendwo, hier ist es, das im Jahr 2017 hier von diesem Herrn, Leser, gemalt wurde und legendär wurde bei einer Senatsanhörung, muss es wohl gewesen sein, von der damaligen Chefin der Federal Reserve, jetzige Finanzministerin Janet Yellen. Und dieses Schild wurde dann eben, ja, 7 Jahre später für 1 Million US-Dollar weitergegeben. Wenn es denn das Original war. Und ja, es geht noch verrückter. Hier hat jemand 2 Millionen US-Dollar gezahlt und hat sich dafür einen einzigen Satoshi gekauft. Und zwar ist es wohl der Satoshi, der im ersten oder im 48.000. Block jetzt letztes Wochenende beim 5. Halving so gemeint wurde. Und ja, wie gesagt, es gibt immer noch Menschen, die zu viel Geld haben. Aber das Schöne bei Bitcoin ist, man kann jeden Bitcoin nur einmal ausgeben. Auch das ist ein Grundunterschied zu den Cantillon-Effekt-Gewinnern im bisherigen Finanzsystem. Und es geht noch verrückter. Da haben wir jetzt aber den Bitcoin verlassen. Der CryptoPunk 635 wurde für 4.000 Ethereum umgerechnet 12 Millionen US-Dollar nun verkauft. Und ja, dazu gibt es da tatsächlich nichts mehr zu sagen. Gut, vergessen wir das. Na, endlich heißt es hier, die Strike-App nun auch in Deutschland verfügbar. Die Strike-App ist eine Bezahl-App, ein bisschen eventuell mit PayPal vergleichbar, allerdings fußt sie in meinem Verständnis auf dem Lightning-Netzwerk, das ja auf Bitcoin basiert, und ist von einem absoluten Bitcoin-Enthusiasten und Spitzenentwickler, Jack Mellers, entwickelt worden. Wurde jetzt schon weltweit ausgerollt und nun endlich auch wohl in der ganzen EU, wie ich das gesehen habe. Ja, was kann man denn machen? Geld senden, empfangen, Integration des Lightning-Netzwerks, Bitcoin kaufen, verkaufen, abheben und so weiter, das Gehalt in Bitcoin umwandeln. Eigentlich eine ganz gute Sache, nur leider muss man innerhalb der EU natürlich auch ein KYC durchlaufen. Und das ist auch der Grund, es wäre eine wunderbare Möglichkeit. Hier, man kann hier ein Affiliate
Programm mitmachen. Das heißt, 5 € für jeden neuen Benutzer. Hätte ich gern gemacht, aber ich verzichte drauf, denn ich werde niemanden in einen KYC-Prozess hineindrängen. Wer das machen will, wer sich die App runterladen will, soll das gerne machen. Ist eventuell, wenn es um KYC-Produkte geht, das Beste, was man machen kann. Wenn man das allerdings nicht will, dann sollte man es vielleicht einfach lieber lassen. Ja, genau. Also, man kann hier sicherlich mit dem, hier, das ist ein Partnerlink beim Blog-Trainer natürlich. Ja, der hat ja nicht das große Problem mit KYC. Nun gut. So. Und ja, ich habe den einen oder anderen Bitcoin-Enthusiasten in den USA schon angedeutet. Ja, es ist der Staat Ohio, hat nun offiziell ein Gesetz eingeführt, um fundamentale Bitcoin-Rechte zu schützen. Und zwar reden wir hier über das Recht, Bitcoin zu kaufen und zu verkaufen, das Recht, Bitcoin zu minen, das Recht, eine Fullnode laufen zu lassen und das Recht auf Self-Custody, also auf Eigenverwahrung der digitalen Werte. Ja, auch hier ist absehbar, dass je harscher die Gesetze werden, die da aus Washington kommen, umso mehr Widerstand wird es da auch bei den Bundesstaaten geben. Anders als es eben in Europa ist, wo die nationalen Parlamente da sehr, sehr willfährig weiterhin machen, was aus Brüssel vorgegeben wird. Ja, und warum reagiert man hier tatsächlich so dünnhäutig? Hier ein Artikel aus dem Jahr 2020, sogar von Forbes, die es damals schon erkannt haben. Bitcoin ist die Trennung von Geld und Staat. Und ja, das schmeckt natürlich nicht jedem. Und darum war es ja eigentlich abzusehen, dass man sich nicht ganz kampflos ergeben wird und den Menschen die Freiheit via einem dezentralen Finanzsystem eben überlassen wird. Auf der anderen Seite, sind diese Bemühungen, die wir da sehen, gegen den Bitcoin durchaus als eine Art Ritterschlag zu sehen. Kann man durchaus sagen, wenn es keine Gefahr darstellen würde, dann gäbe es diese Schritte auch mit Sicherheit nicht in dieser Form. So, und ja, ich bin da jetzt draufgekommen, habe es in der letzten Sendung schon einen kurzen Ausschnitt von ihm gezeigt. Und ja, ich lasse ihn wieder zu Wort kommen. Ehemals Ken Jebsen heißt er. Und ja, hören wir es uns doch einfach an. Du bist gängelbar. Und wenn du das ist der Fluchtweg. Das heißt, du musst die Titane jetzt verlassen, indem du jetzt aufs Boot gehst und dass du jetzt sagst, okay, der Bitcoin ist ein Weg in diese Gemeinschaft, aber die gibt es schon. Wenn du alleine wärst mit Kryptowährung, der Einzige, dann ist es genauso, wie jemand sagt, ja, physisches Gold ist mir lieber. Was nützt dir physisches Gold? Du hast so einen kleinen Goldbarren und sollst irgendwo dann im West-Aserbaidschan ein Brötchen kaufen. Sägst du das dann ab oder wie ist das? Das geht ja gar nicht, ja? Das heißt, du brauchst dann eine Währung, die auf der anderen Seite auch angenommen wird. Und ich glaube, in Deutschland ist es eben so, wir sind hier nicht so richtig weit. Es gibt Nationen, die sind schon deutlich weiter, da ist sogar schon Staatsknete. Und deswegen kommen wir nicht drum herum und sagen, wir sollten das tun. Und es ist ja vollkommen klar, dass der Staat, der uns alle mit Geld gängelt, daran kein Interesse hat. Und aus diesem Grund sollten wir das machen. Es wird uns vom Staat nicht empfohlen, wahrscheinlich wird es sogar irgendwann mal, was machen Sie da? Aber der Staat selbst, ja, und viele große institutionelle Anleger, wie wir sie auch haben, gehen ja in den Bitcoin und sorgen dann eben für diese Großgewinne. Und was viele nicht verstanden haben, sie gehen, was ich mit 2.000 Euro, sage ich jetzt mal, in den Bitcoin, und diese 2.000 Euro sind am nächsten Tag 3.800 wert und dann 15 Tage später sind sie dann irgendwie noch 1.130 wert. Das ist für dich nur dann ein Verlustgeschäft, wenn du kaufst und verkaufst. Das tust du gar nicht in Bitcoin. Du bleibst im Bitcoin. So muss man das verstehen. Du bleibst im Bitcoin. Und wenn du dich damit beschäftigst und der Technologie beschäftigst, wie das geht, und es gibt das ein oder andere, die gegen das, ja, dann wirst du dich die Frage stellen, sag mal, wieso habe ich das jahrelang anders gemacht? Das ist so wie unsere Kinder, ja, also ich jedenfalls, fragen mich, wie du bist damals zu Hause gewesen mit der Foku und diesen gelben Stiften, hast geguckt, wann irgendwie die Sendung kommt, dich interessiert, damals guckt man heute. So, wir haben mit dem Geld derer bezahlt, die euch gängelt, die damit gegängelt haben. Wieso? Ja, weil wir zu bequem waren. Wir wollten uns damit nicht beschäftigen. Aber für euch ist das selbstverständlich. Du bist gängelbar. Wunderbare Worte hier erneut und ja. Lass ich einfach so stehen. Gibt es nichts hinzuzufügen. So, ja, aber wir müssen natürlich auch hier schauen, wir sind wieder bei der Information, dass es nicht zu viel wird. Nicht, dass hier die Menschen auf einmal massenhaft auf den Bitcoin aufspringen, weil sie Fehlinformationen im Internet aufliegen.
Und nun heißt es hier, EU will Bitcoin-Werbung auf Social Media verbieten. Ich denke, ja, das spricht einfach auch Bände, das Ganze. Und ja, da gab es den nächsten Angriff auf die Privatsphäre. Ich denke, das kann man ruhig so nennen. Jetzt ist es bestätigt worden. Kampf gegen Geldwäsche. EU-Parlament nickt Bargeld-Obergrenze tatsächlich ab. Das EU-Parlament hat den Weg für schärfere Regeln gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, ist eben das Gleiche, freigemacht. Die Abgeordneten stimmten am Mittwoch in Straßburg für eine Obergrenze von 10.000 Euro für Bargeldzahlungen in der EU. Die nationalen Regierungen können allerdings auch eine niedrigere Höchstgrenze festlegen. Ja, Gott sei Dank. Ja, 10.000 Euro in Bar bezahlen, künftig nicht mehr möglich. Und ab 3.000 Euro ist es auch nicht möglich, anonym zu zahlen. Selbiges gilt natürlich auch für Krypto, beziehungsweise auch Bitcoin-Wallets. Und wir sehen hier ganz, ganz, wie das üblich ist, peu à peu wird auch hier den Menschen ja, der Zugang zu offenen, freien Geldverkehr verwehrt. Dazu ein kleines Wort von der US-Senatorin Elizabeth Warren. Sie hat einen Brief an das Justizministerium in den USA geschrieben und behauptet, dass Kryptowährungen die Zahlmethode der Wahl ist, wenn es um Kinderpornografie Material geht oder Material, das eben den Missbrauch von Kindern zeigt. Da sind es natürlich wieder die bösen, bösen Kryptowährungen. Dazu, dieses kleine Video hier, Bitcoin, also schauen wir es nicht an, aber hier heißt es, Bitcoin und Kryptotransaktionen, die für illegale Aktivitäten benutzt wurden, waren im Jahr 2023 bei 0,34% des Gesamtvolumens. Hier ist es am Ende des Tages wohl immer noch der gute alte US-Dollar, das Bargeld. Cash is King, wenn es darum geht, hier Illegales zu finanzieren. Ja, auch hier drängt sich einem ganz langsam der Verdacht auf, dass es überhaupt nicht darum geht, hier irgendwas zu behindern, sondern andere Ziele hier tatsächlich verfolgt werden. So, dann ist es erneut Patrick Breyer von den Piraten. Er postet hier vom EU-Parlament gestern beschlossen, Verbot anonymer Barzahlungen über 3.000 Euro, komplettes Verbot von Barzahlungen über 10.000 Euro und dann eben das Verbot anonymer gehosteter Kryptowallets, selbst bei Kleinstbeträgen. Das bedeutet Krieg gegen das Bargeld, das unsere finanzielle Freiheit sichert. Ja, nicht mit uns, den Piraten. Ja, nicht nur Krieg gegen das Bargeld, sondern auch Krieg natürlich gegen den Bitcoin. Das bedeutet, dass Anbieter von Hosted Wallets, also jemand, der gewerblich eine Wallet anbietet, muss sicherstellen, dass sowohl Eingang als auch Ausgang de-anonymisiert ist. Teilweise ist es ja schon so. Aber was das jetzt für Anbieter heißt, wenn man von dort die Gelder abzieht, muss man sich dann ja, anonymisieren, deanonymisieren, Entschuldigung, muss man da seine Daten abgeben, wenn man seine Gelder von einer solchen Wallet abziehen will. Ja, auch hier geht es in eine ganz klare Richtung. Und hier heißt es von den Piraten, die EU-Bargeldobergrenze und der Verbot von anonymen gehosteten Kryptowallets zeigen, dass wir uns hier in einem finanziellen Paternalismus, also in einem Vormundschaft sozusagen befinden. Und auch hier reden wir eventuell noch nicht vom Ende der Fahnenstange. Geld und Information. Ich sage es heute immer wieder. Das sind wieder bei den Informationen. CDU-Mann schlägt verwirkbare Lizenzen für Social-Media-Nutzer vor und erntet Wut. Ja, der Vorschlag hat enorme Sprengkraft, würde er doch jedem Bürger verlangen oder von jedem Bürger verlangen, eine Lizenz zu beantragen, um sich auf Social Media frei äußern zu dürfen. Eine wunderbare Idee. Ich denke, wir wüssten, wie das Ganze ausgeht. Ja, und diese Lizenz zur Meinungsäußerung könnte man natürlich auch entziehen, wie jede andere Lizenz. Auch Lizenzen sind keine Rechte. Ja, und dann bleiben wir doch mal bei den Gefahren in den sozialen Medien. Da gab es jetzt eine Studie aus Österreich. Besorgniserregende Verbreitung von demokratiegefährdenden Verschwörungstheorien über den Messenger-Dienst Telegram. Da gab es, kann man sich anschauen, hier unten irgendwo, hier auf den Veröffentlichen. Ja, kann man sich das anschauen. Ja, der ein oder andere hat es drauf geschafft.
Ganz egal, aber wir sehen, dass auch hier natürlich weiterhin ja, der Wille groß ist, zu versuchen, wenn man die Meinungen nicht schon direkt ja, zu Beginn zensieren kann, sie zumindest in eine gewisse Schublade zu stecken, zu framen und ja, unglaubhaft zu machen. Auch hier ja, werden die Versuche natürlich auch immer lächerlicher. So, ja. Die Gefahr in Deutschland weiterhin von rechts, wir wissen es, nach Überfall auf rechten TikToker, Großrazzia gegen linkes Promi-Netzwerk in Leipzig. Ja, Leipzig scheint da ein gutes Pflaster zu sein. Und ja, auch in den USA ist man, habe ich in den letzten Jahren schon angedeutet, ganz erpicht darauf, TikTok zu verbieten. Eventuell werden dort auch, ja, falsche Meinungen. Nein, 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 nein. Es geht um China. China spioniert und darum muss man das verbieten. Wie bedroht ist die Meinungsfreiheit? Das US-Ultimatum an TikTok greift in Grundrechte ein, lieber Tagesspiegel. Wenn ein Ozean zwischen uns und der Einschränkung von Grundrechten ist, dann können wir da auch ausnahmsweise mal einen Artikel drüber schreiben. So, ja. Springen wir ganz kurz, wir kommen wieder auf das Thema zurück. Ich wollte nur mal andeuten, dass hier generell, ich habe das des Öfteren schon erwähnt, ein Kampf gegen das Leben geführt wird. Ja, ein Kampf gegen die Freiheit ist am Ende des Tages auch ein Kampf gegen das Leben. Und ja, immer wieder haben wir da so den einen oder anderen Hinweis, dass hier keinerlei Interesse besteht, irgendeine, wie soll ich das formulieren, dem Menschen etwas Gutes zu tun. Ich denke, da sind wir uns einig, dass es meistens nicht unbedingt darum geht. Wir haben ja eine Beschwerde gegen Bayer bei der OECD. Was ist los? Gensoja und Glyphosat. Mehr muss ich, glaube ich, hier nicht sagen. Ja, ist, glaube ich. Man war blöd genug, Monsanto zu kaufen. Ich sag's mal so. Aber am Ende des Tages muss es einfach wieder der Deutsche auslöffeln. Was will man sagen? Auslöffeln, auch hier, sehr passende Übergang, wie ich finde. Warentester, 51 von 58 Konserven mit Bisphenol A belastet. Wahrscheinlich krebserregend. Erbstoff vernichtend und so weiter und so fort. Was soll man sagen? Das gibt man dem Menschen zum Essen. Und Rauchen ist verboten. Alles klar. Und ja, auch hier ist es relativ klar. Leuchtspur in Umwelt und Trinkwasser. Zuckerersatzstoff in Getränken hat man doch letzte Sendung erst. Und Lebensmitteln versprechen einen süßen Geschmack ohne Kalorien. Doch viele können nur schlecht im Abwasser abgebaut werden und gelangen so in die Umwelt und unser Trinkwasser. Da gab es jetzt auch von irgendeiner größeren, was nicht eh Nestle, ich weiß es nicht. Ja, Hunderttausende von belasteten Mineralwasserflaschen, irgendwelche Viren wieder drin, dass man sowieso kein Mineralwasser mehr aus Glasflaschen kriegt, sondern tatsächlich nur noch Plastikflaschen zu trinken bekommt, was ja das Wasser sowieso eigentlich nicht genießbar macht, ist noch mal eine andere Sache als auch hier. Ich glaube, ich muss mich weiter machen. Wieso ist es so? Wieso bekommen Menschen solche Lebensmittel in Anführungszeichen zu essen? Wieso ist das so? Weil es die Menschen, also weil es die Produzenten gut mit den Menschen meinen? Weil wir hier in eine Spirale von immerwährender ja, Krankheit hineingetrieben werden sollen? Mit Sicherheit nicht mehr eine Verschwörungstheorie. Natürlich. So. Ja. Wir bleiben beim. Ja, beim Gesundsein. Und kommen zum RKI. Streit um geschwärzte RKI-Protokolle geht weiter. Nach der Freigabe der RKI-Protokolle versprach Gesundheitsminister Lauterbach, die Papiere zu entschwärzen. Doch die Regierung spielt weiter auf Zeit. Jetzt lässt sie den Prozesstermin verschieben. Irgendetwas scheinen diese RKI-Papiere wohl noch zu beinhalten, was dem einen oder anderen im Nachhinein ein bisschen peinlich ist. Corona-Aufarbeitung heißt es hier. Oft die falschen Maßnahmen zum falschen Zeitpunkt. In der falschen Intensität. Ja, irgendwie sind sie da so ganz, ganz langsam klein mit Hut. Ja, wir werden sehen, wie das Ganze weiter präsentiert wird.
Dann gibt es gewisse Gerüchte. Ich habe jetzt nichts Substanzielles gefunden, dass die WHO wohl ihren Pandemievertrag abgeändert hat. Hier sind wir wieder bei The People's Voice, die sich auf einen Artikel von Natural News berufen, die sich wahrscheinlich auf American Media Group berufen. Ich weiß es nicht. Für mich war dieser Pandemievertrag nie das große Thema, denn auch hier, wie überall anders, sind es die letzten Versuche, hier die große, große Nummer noch abzuziehen, wird scheitern. Den Artikel darf ich euch diesbezüglich natürlich auch nicht vorenthalten. Wir haben jetzt diese nächste Seuche gesehen, die jetzt irgendwie doch nicht ausgebrochen ist. Hühner, also Vögel, übertragen den Virus auf Kühe, die auf Menschen, ganz klar. Und im Zuge dessen gab es in Schottland, Versuche, das ist eine Meldung von Anfang April, oder ja, keine Versuche, sondern Anordnungen, dass Hühnerbesitzer ihre Hühner nun alle registrieren müssen und ja, Schottland nun dabei ist, hier ja, die Käfighaltung von Hühnern generell zu verbieten. Ja, das heißt, keine Hühner mehr für dich, lieber Schotte. Und dabei war es wohl eine einzige Freude. Ah, der war es gemein. Entschuldigung. Aber ja, wir wissen ja aus diversen Erzählungen, dass die Schotten generell ein sehr karges Leben pflegen. Egal. Ja, das nur am Rande, nur um nochmal darzustellen, was es hier tatsächlich geht. Eier sind auch ganz, ganz ungesund. So, dann springen wir wieder von Schottland nach Spanien. Da scheint was Busch zu sein, nicht nur in Spanien, sondern generell. Spaniens Premier Sanchez lässt überraschend Amtsgeschäfte ruhen. Hier wohl eine Korruptionsanzeige gegen seine Frau. Ukrainischer Agrarminister offenbar in Korruption verwickelt. Er war einer der reichsten Politiker, jetzt sitzt er im Gefängnis. Russischer Vize-Verteidigungsminister Ivanov. Korruption. Und ja, das lässt sich ja. Es gehört jetzt zum guten Ton, sind wir uns ehrlich. Ja. Und wo Geld fließt, sind andere Elemente meist auch nicht fern. Und damit kommen wir jetzt in die USA. Prozess gegen Weinstein muss neu aufgerollt werden. Ja, der oberste Gerichtshof von New York hat ein Urteil gegen den ehemaligen Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein wegen Verfahrensfehlern aufgehoben. Der 72-Jährige war 2020 wegen Sexualverbrechen zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Ja, großer Aufschrei in Hollywood. Diejenigen, die sich hier mit der Thematik ein bisschen befasst haben, wissen, dass Weinstein auch noch nicht das Ende der Fahnenstange dargestellt hat. Und ja, vielleicht ist es ja auch so, dass bei einer Neuaufrollung dieses Prozesses auch ja mal wieder neue Namen genannt werden dürfen. Wir werden sehen. Blick nach England. Auch dort geht es weiter. England Club reagiert auf Vergewaltigungsvorwürfe. Zwei Spieler festgenommen. Wir sind in Deutschland. Polizei stürmt Kinderpornotreffen. Deutsche Pädophile festgenommen. Das Ganze in Hannover. In diesem Fall. Ja. Und dann sind wir tatsächlich wieder ja, bei TikTok. Ein gefährlicher TikTok-Trend. Senatorin warnt vor Vergewaltigungstag an Berliner Schulen. Wie weit kann man von ja, dem Gebaren normaler Menschen entfernt sein, fragt man sich hier. Und ja, der ein oder andere sieht hier sogar einen gewissen Zusammenhang. Die ein oder andere Gruppenvergewaltigung haben wir jetzt ja schon ja, miterleben. Gott sei Dank nicht miterleben müssen, aber ja, sehen müssen, dass das eben genug, vor allem junge Mädchen, miterlebt haben. Und ja, scheint ein Trend zu sein, der eventuell mit gewissen anderen Bewegungen sehr, sehr klar in Zusammenhang zu bringen ist. Wir bleiben an den Schulen. Kinder konvertieren zum Islam, um in der Schule kein Außenseiter mehr zu sein. Deutschland 2024. Ich denke, da wollte man doch hin, oder? Ja, und bei der Welt heißt es dazu. Ja, zeigt, welche tiefe Spuren der politische Islam bereits hinterlassen hat. Was soll man dazu sagen? Aber ist ja nicht so, dass ich das überhaupt nicht angedeutet hätte. Und ja, hier ein Post von Harald Schmidt,
der Originalparodie. So, weil ein Ausländer nach seiner Herkunft fragt, der Polizist zu 750 Euro Geldstrafe verurteilt. Tja, so läuft es am besten in Deutschland. Ich habe es auch gehört, dass man Polizisten oder neue Polizisten anwerben möchte. Ein deutscher Pass ist dazu nicht mehr notwendig. Also dieser Austausch bleibt natürlich weiterhin eine Verschwörungstheorie, der wir uns hier natürlich nicht anschließen wollen. So, wir waren gerade bei der Polizei. Behörden sind machtlos. So offen darf gegen die Polizei gehetzt werden, wenn und nur wenn das politisch richtig gemacht wird. Da gibt es gewisse Regeln, die man muss beachten. Dann ist das auch kein Problem. So, zurück zur Migration. 20 Einwohnerort bekommt 24 minderjährige Migranten, was zu beweisen war. FDP fordert Debatte über Ruanda-Modell für Deutschland. Was ist da los? Ja, die Briten haben einen Vertrag mit Ruanda abgeschlossen und wurde es auch genehmigt, wie es heißt, der eben Abschiebungen in das afrikanische Land genehmigen. Schon in wenigen Wochen sollen die ersten Abschiebeflieger starten. Das britische Parlament stimmt in der Nacht zum Dienstag dem Ruanda-Plan der konservativen Regierung zu. Macht das Modell auch in Deutschland Schule? Ja, das bleibt abzuwarten. Ich sag's mal so. So, die zwei. Nee, egal. Zurück in Deutschland. Studie zeigt, AfD ist die stärkste Partei unter Jugendlichen. Die Grünen stürzen bei den unter 30-Jährigen ab. Aus welchem Grund auch immer, bleibt hier unsere liebe Ricarda Lang weiterhin unverstanden. Wir können uns keinerlei Gründe dafür vorstellen. Und wir sind zurück bei TikTok. Der Frontalangriff kommt aus der Hosentasche, heißt es hier. Die deutsche Jugend rückt nach rechts. Völlig, völlig überraschend. Ich denke, die deutsche Jugend wir waren gerade an den Schulen, diejenigen, die die Bereicherung am direktesten mitbekommen, jeden Tag. Denn es herrscht der Schulpflicht im besten Deutschland weiterhin. So, AfD bei Jugendlichen beliebt, Grünpolitiker, ja, wunderbare Idee, will alle Lehrpläne anpassen. Es droht etwas zu kippen. Das sind keine Vorgänge, wie man sie in einer Diktatur findet. Das ist gelebte Demokratie. Und ja, zu einer gelebten Demokratie gehört es ja auch stets, aktiv gegen die Opposition zu arbeiten. Und das passiert auch auf allen Ebenen. Opposition gibt es ja nur eine. Also innerparlamentarisch. Landtag hebt Immunität des AfD-Abgeordneten Halemba erneut auf. Ja, das Ganze in Bayern passiert. Und ja, das sind wir bei dieser Affäre um den AfD-Politiker Kra. Baden-Württemberg lässt Verkauf des Buches von AfD-Politiker Kra stoppen. Ja, wie gesagt, ein freies Land. Und diese Affäre, die da jetzt Spionagesumpf genannt wird, wirkt ein bisschen wie ein PR-Stunt. Ich kann mir nicht helfen, ohne mich da tiefer jetzt in die Materie reinzufühlen. Habe da auch überhaupt keine Lust dazu. Wie heißt es? Blaue Landesverräter. Also, Verrat, der Hochverrat sogar. Hier thematisiert natürlich Hochverrat auch nur möglich, wenn man auf der politisch falschen Seite steht. Und dazu habe ich jetzt hier noch eine sehr, sehr gelungene Fälschung, wie ich finde. Es fehlt, also wenn man das googelt, findet man nichts. Und ein Problem hier ist, dass man sich im Datum ein bisschen getäuscht hat, sage ich mal. Wenn man am 23. April eine Meldung vom 24. April postet, weckt es bei dem einen oder anderen Beobachter gewisse Zweifel. Und ja, nichtsdestotrotz natürlich wunderbare Überschrift. Neue Vorwürfe. AfD soll die Nord Stream gesprengt haben. Man kann ja immer schauen, ob das Ganze ein bisschen manipuliert ist, aber wie ich finde, wunderbar gefaked. Wir wissen alle, wer es war. Also, egal. Zurück zu den wahren Begebenheiten. Dieses Plakat soll jetzt ein Fall für den Verfassungsschutz sein. Preiserhebung und Inflation ist Politikversagen. Widerstand jetzt. Ist es denn tatsächlich ein Politikversagen? Fragezeichen. Oder stand es nicht irgendwie auch auf der Speisekarte?
Ist eine Frage für einen Freund natürlich. Und ja, wie gesagt. Man kann sie nur noch an den Kopf lang. Und ja, hier, AfD-Mann K. ist übrigens Spitzenkandidat jetzt für die EU-Wahl und so weiter. Da muss man natürlich auch was machen. Klare Geschichte. Und ja, hier heißt es dann beim Spiegel: Alternative gegen Deutschland. Man versucht hier auf die Schiene den Deutschen klarzumachen oder einzureden, dass die wahren Volksverräter hier aus der AfD kommen. Gab ja Behauptungen, dass die, egal, also egal. Es ist alles eigentlich immer noch peinlich. So, dann super Meldung von der Bild. Dabei haben die doch bei uns spioniert. China bestellt deutsche Botschafterin ein. Ja, und wir erinnern uns an die Affäre Kra. Also man hat einen Mitarbeiter, der irgendwie China gebandelt hat. Also scheint wohl auch sogar ein Chinese zu sein mit deutschem Pass. Und das Ganze auch schon eine Zeit lang her. Und da wird geohrfeigt und Hochverrat und bla 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 gerufen. Und dann haben wir zeitgleich eine Affäre um einen Wirtschaftsminister Habeck. Und dort ist der Aufschrei relativ gering, bis nicht festzustellen. Habeck profitiert, wenn ich mir seine Augen so anschaue, eventuell schon von gewissen kürzlich bestätigten Gesetzesänderungen rund um das Betäubungsmittelgesetz. Oder ist es einfach nur ein etwas, ja, nicht unbedingt vorteilhaftes Foto? Ich weiß es nicht. Also, hier heißt es: freigeklagte Dokumente. So log das Habeck-Ministerium beim AKW aus. Anders als Wirtschaftsminister Habeck darstellt, hatten Fachleute keine Sicherheitsbedenken gegen einen AKW-Weiterbetrieb. Es hieß sogar, der Strom werde billiger. Das zeigen nun freigeklagte Dokumente. Ja, auch hier großer Aufschrei natürlich. Wundert es uns, haben wir es nicht irgendwie gewusst? Wird es noch schlimmer kommen? Alles Fragen, die man sich hier stellen kann. Habeck wollte, dass sie diese geheimen Atomakten nie sehen. Ja, die geheimen Atomakten. Egal. Habeck weist Vorwürfe zu Atomausstieg natürlich zurück. Er ist immerhin unser bester Wirtschaftsminister. Ja, und dass er ganz, ganz fest im Sattel sitzt, wissen wir spätestens seit dieser ganzen Geschichte um Greichen. Ja, und schuld war natürlich wie immer die anderen. Habeck wurde beim Atomausstieg offenbar von seinen eigenen Leuten getäuscht. Ja, waren einfach ein bisschen unfähig, mal wieder ein bisschen inkompetent. Nichts passiert, dass hier vorsätzlich gelogen wurde, um einen, ja, Wirtschaftsstandort Deutschland, eine Industrienation, der Energie zu berauben. Was anderes ist ja nicht passiert. Ja, erwähnt hier die Welt natürlich nicht in diesem Sinne. Die CDU springt natürlich auf den Zug auf. Union droht Habeck in Debatte um Atomkraftdokumenten mit Konsequenzen. Ich habe schon gehört, dass ja, Jens Spahn hier mit dem ganzen Sack voll Wattebällchen bereithält, bereits um hier, ja, kann man sich ja auch vorstellen. So, für den Skandal im Habeck-Ministerium hat die Tagesschau nicht eine Sekunde Zeit. Ja. Wie sich das für ein anständiges Staatsfernsehen natürlich gehört, schweigt man über das, was ja nicht berichtet werden soll. Auch nicht der große Skandal, wie ich finde, denn über welche relevanten, wirklich relevanten Themen berichtet denn die Tagesschau? Naja. So, damit in die USA. Superwahl ja 2024. Welche Macht haben Verschwörungstheorien? Ja, wie gesagt, Thüringen und Washington stehen in diesem Superwahljahr zur Diskussion. Und es ist Donald Trump, vor dem man jetzt wirklich, wirklich wohl Angst hat. Wie man es ausdrücken möchte. Ja, eine kleine absurde Meldung zu Beginn. Trumps Ex-Vertraute Giuliani und Meadows wegen Wahlbetrugs angeklagt. Nächstes juristisches Nachspiel der US-Wahl 2020. Sieben Personen aus dem damals engsten Umfeld von Donald Trump werden in Arizona angeklagt. Sie sollen zur Wahlmanipulation angestiftet haben.
Ach ja, auch das wird am Ende des Tages, ich denke, entsprechend ja, aufgearbeitet werden. Vorwurf der Wahlbeeinflussung auch gegen Trump selbst. Trumps Verteidigung nennt das Demokratie. Und ja, jetzt wird klar, was er vorhatte. Trump in der Bredouille. Er weiterhin vor Gericht. Und ja, hier geht es weiter um den Steigergeldprozess. Was anderes haben sie nicht gefunden. So wie es aussieht, könnte es kritisch werden vor Donald Trump. Richter sehen Trump-Immunität skeptisch. Auch das haben wir durchgekaut. Wenn Trump seine Immunität verliert, ist es ein Präzedenzfall. Das bedeutet, alle anderen vorherigen und ja, jetzigen Präsidenten, ob echt oder nicht, verlieren ihre Immunität oder könnten ihre Immunität eben ebenfalls verlieren. Und da geht es eventuell um größere Verbrechen als um ja, ein bisschen Schweigegeld für eine zweitklassige Pornodarstellerin. Ohne da jetzt irgendwie. Ich habe niemals ihre Arbeit bewundern dürfen, also kann ich da eigentlich gar nichts dazu sagen. So, und dann wird natürlich darüber diskutiert, ob Trump im Zuge dieses Schweigegeld-Verfahrens ins Gefängnis kommt. Was da alles passieren kann, bla bla bla. Ja, das Secret Service bereitet sich darauf vor, auf eine eventuelle Inhaftierung von Donald Trump zu reagieren im Zuge dieses Hush Money, also ja, Schweigegeldprozesses. Ja, wird uns noch begleiten, dieses Thema. Und ja, dann mal wieder eine kleine, wie soll ich sagen, Ohrfeige an all diejenigen, die ja, gedacht haben, diese Prozesse würden Donald Trump finanziell ruinieren. Donald Trump plötzlich wieder reich, 1,3 Milliarden schweres Aktienpaket, aber wie soll man sagen, wie alle Superreichen wird auch das Vermögen von Donald Trump wohl auf einem großen Teil auf Schulden basieren, wie das so ist. Und muss man nicht allzu viel darauf geben. So, bei Wiederwahl, und davor hat man Angst, Deal mit Putin. Auf diese Weise will Ex-US-Präsident Trump den Ukraine-Krieg beenden. Ja, hat er des Öfteren angekündigt, 24 Stunden würde er brauchen. Und ja, da gab es jetzt dieses Thema rund um ja, die Waffen für die Ukraine, die ja schon wohl geliefert wurden. Die Finanzierung stand auch offen, da waren einige Rechnungen offen wohl. Und Trump hat hier einen Kredit vorgeschlagen. Zelensky war dafür offen. Und das Ganze ist jetzt auch, ja, letzten Freitag war es, glaube ich, im Kongress durchgegangen. Die Wimpel wurden geschwenkt. Für mich auch Teil dieses großen fünfdimensionalen Schachspiels, dass ja, gewisse Dinge einfach nötig oder dass gewisse Dinge einfach notwendig sind, um hier am Ende des Tages auch entsprechende Absicherungen zu haben. So, am Ende des Tages ist es wohl so, dass Trump kein Verfechter Zelenskys sein werden wird. Trump hasst die Ukraine. Telefonat mit Zelensky soll Grund für Blockadehaltung sein. Ich denke, Trump hasst die Ukraine nicht, wie man das gern hätte, sondern Trump weiß, was US-Eliten in der Ukraine getrieben haben. Und er spielt diese Karte entsprechend aus. So, und damit kommen wir ja, zu gewissen Mechanismen, die nun endlich greifen müssen, denn wir wissen, stürzende Systeme brauchen immer einen großen Krieg, um dann auch wieder bei Null anfangen zu können. Ja, und da soll man nun ja, Vorbereitungen treffen einfach. Und federführend hier Pistorius, Angriff auf Moskau, das Völkerrecht erlaubt das. ja, einfach mal rund 200 Jahre in die Vergangenheit schauen. Das, was uns über Napoleon zum Beispiel erzählt wurde, wie erfolgreich denn so Angriffe auf Moskau sein werden oder können. Ja. Es geht in eine ganz, ganz zweifelhafte Richtung. Ich sag's mal so. Wie gesagt, bin weiterhin Optimist. Sehe weiterhin, dass hier auch im Hintergrund natürlich gewisse Strukturen dafür sorgen, dass hier gewisse Dinge nicht aus dem Ruder laufen. Und ich gehe davon aus, dass wir auch ein größeres Medientheater natürlich erleben. Aber ja, das Medientheater. Das wird uns noch gezeigt. Und ja, es ist klar, auf was sich das Ganze hier
hinausläuft. Wir tun, als würden wir in Friedenszeiten leben. Hochinteressanter Ausspruch eines deutschen Verteidigungsministers. Leben wir eventuell nicht in Friedenszeiten? Leben wir eventuell auch offiziell in Kriegszeiten? Das eventuell gar nicht seit dem sogenannten Überfall Russlands auf die Ukraine. Ich habe vorher schon Japan erwähnt. Leben wir nicht in Friedenszeiten? Das wird den einen oder anderen eventuell verwundern. Nichtsdestotrotz muss jetzt natürlich hier konkretisiert werden. Pistorius nennt Deutschlands oder konkretisiert Deutschlands Kriegstüchtigkeit. Um Deutschland kriegstüchtig zu machen, sind zusätzlich zigtausende Soldaten und eine dreistellige Milliardensumme nötig. SPD-Verteidigungsminister Pistorius will dafür an die Schuldenbremse, die gute alte Schuldenbremse und die Wehrpflicht wieder einführen. Auch für Frauen, ja. Für beides ist eine Grundgesetzänderung nötig, ganz egal. Wir müssen Deutschland natürlich auf gewisse Dinge vorbereiten. Ja, und hier haben wir es dann schon, Operationsplan Deutschland. Ein 1000-Seiten-Plan des Innenministeriums sieht vor, die deutsche Zivilbevölkerung soll im anscheinend erwarteten Kriegsfall aktiv einbezogen werden. Zum Beispiel, wenn US-Divisionen durch Deutschland Richtung Osten ziehen. Wunderbare Sache. Die müssen ja verpflegt werden. Derweil sind deutsche Soldaten schon an der Front. Ja, und wie man hört, nicht nur die Deutschen. Auch Macron hat da wohl schon seine Pferdchen im Rennen. Tja. So, ein Blick nach Mecklenburg. Ostrocker Hafen wird Umschlagplatz für Panzer. Wie gesagt, alles in eine Richtung. es ist Russland stellt deutsche Kriegsbeute zur Schau. Das jetzt für diese Feierlichkeiten am 9. Mai. Es wird nicht der einzige Panzer sein, den man da in den letzten 2 Jahren unversehrt ins Heimatland gebracht hat. In der russischen Hauptstadt sollen den 1. Mai zahlreiche Waffensysteme ausgestellt werden, die russischen Angaben zufolge im Ukraine-Krieg erbeutet werden. Und dann heißt es hier noch aus Russland, Russland droht, Polen anzugreifen. Kreml sagt, dass Atombomben der NATO in dem Land deployed. Ab und zu fallen mir einfach die deutschen Wörter nicht ein. Stationiert wurden und diese wären ein erstes Ziel. Ich habe gehört, dass die Amerikaner auch westlich von Polen haben noch die ein oder andere Raketenabschussanlage unterhalten. Ist aber ein Gerücht. Wäre dann nach Polen wohl ein Secondary Target. Man wird sehen. Ja, und gesehen worden ist auch unsere gute Annalena Baerbock, und zwar beim Geheimdinner mit dem NATO-Chef im Nobelhotel. Boah, das schreit ja fast nach einem anzüglichen Kommentar, aber den werde von mir jetzt nicht hören, natürlich. Im Nobelhotel. Ja, und dann noch diese eventuell passende Meldung vom Fokus. Baerbocks Abstieg, was sie gerade schafft, gab es so noch nie. Abstieg, Aufstieg. Den einen oder anderen erinnert es vielleicht ein bisschen an sie ist einfach unsere Pretty Woman. Was soll man dazu sagen? Nun gut. Ja, währenddessen. Ignoriert sogar ein Roboter unseren Kanzler. Panne bei KI. Präsentation, vielleicht hätte es ja eine Intelligenz. Ja, egal. Wir blicken nach Westen noch ein Stück. Neue Sorbonne-Rede, Macron. Unser Europa kann sterben. Auch wunderbare Aussage. Aber man kann es unterschiedlich betonen. Unser Europa kann sterben. Unser Europa kann sterben. Unser Europa kann sterben. Auch hier einiges drin und eventuell auch Macron aufgrund gewisser Verbindlichkeiten inzwischen ganz schön unter Zugzwang. Ja, Zugzwang hat sich auch ein Pferd gedacht. Ihm reicht's. Ein Blutpferd galoppiert durch London Straßen. Überhaupt keine Symbolik hier zu erkennen. King Charles, also König Charles, Begräbnispläne wurden nun auf neuesten Stand gebracht, nachdem sich die Krebsdiagnose wohl noch verschlimmert hat.
wie es hier in einer frischen Meldung heißt. Und ja, ich weiß nicht, wie es vom König Charles auf Aliens kommt, aber hier heißt es dann, Texas Uni will Rätsel von Alien-Entführungen lösen. Die Rice University untersucht Dokumente über Kidnappings durch Außerirdische. Mehr als 100 mysteriöse Fälle. Nur in Texas. Ja. Wir werden sehen. dem einen oder anderen Außerirdischen Beobachter wird die Show hier einfach viel zu spannend sein, dass er da interveniert hätte. Ich sag's euch, was ist das für eine Show? Also wenn man die, nur die Meldung jetzt von heute, wenn man die jetzt, sag ich mal, vor 10 Jahren in der, ja, in dieser Zusammenstellung bekommen hätte, also man hätte es nicht geglaubt. Also was hier heute im Mainstream präsentiert wird, tagtäglich, das ist doch reinste Comedy. Und es ist, und da ja, bin ich nicht der Einzige, der es sieht, in meinen Augen das pure Aufwachprogramm, kann man eigentlich gar nicht mehr sagen, weil die aufwachen wollten, die haben das eh schon lange getan. Jetzt ist Aufweckprogramm mit dem Dampfhammer, was wir da momentan erleben. Und ja, ich frage mich weiterhin, wie lange das jetzt noch gehen darf, aber auch hier ist wahrscheinlich noch ein bisschen Geduld angebracht. Und ja, wir bleiben noch in Texas ganz kurz. Abscheulich, was da passiert. Proteste an US-Unis. Und da erleben die Amerikaner auch ihre Momente. Ihre Jugend protestiert gegen Israel, für Palästina. Das Ganze an Unis gefällt natürlich nicht jedem. Ja, klar, es geht gegen Israel. Aber auch hier können wir nicht von, ich sage, unabhängigen Protesten wohl sprechen. Auch hier wird es wohl die ein oder andere steuernde Geldquelle im Hintergrund geben. Und tja, wer hätte es gedacht? George Soros zahlt den radikalen Studenten, die hier für eine landesweite Explosion von Israel-Hass-Protesten sorgen. Ja. Also, George unterstützt die Art, die Israel-Protestierenden an der Uni oder den Unis. Wir haben wieder Wahljahr, wir erinnern uns an das Jahr 2020. Auch dort hatten wir einen wunderbaren Sommer der Liebe, als hier mehrere große US-amerikanische Großstädte in Flammen standen. Natürlich, ja, von Aktivisten angezündet. Ja, dann schauen wir noch kurz eben in die Region. Der Heilige Krieg, der eben jetzt auch auf Amerika ausgeweitet wird. Rote Kühe, der Gazastreifen und das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Da gibt es weiterhin Bemühungen hier, die rote Kuh zu schlachten in Jerusalem. Denn wird das Thema der roten, der Schlachtung der roten Kühe, der roten Kälber, von religiösen, politischen Führern als sehr beunruhigend aufgenommen. Erleben wir es Armageddon noch dieses Wochenende? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Sonst müssen wir halt noch eine weitere Woche dieses Theaterstück ertragen. Alles wirklich nicht zu ernst nehmen. Wie gesagt, wir kennen diese Themen seit Jahren. Und wie oft hatten wir jetzt schon einen Weltkrieg? Wie oft ist er ausgefallen? Ich denke, die wahren Anforderungen liegen woanders. Die wahren Anforderungen liegen nicht in dem Analysieren dieser Show. Die kann man, glaube ich, einfach nur genießen oder eben auch nicht. Ich glaube, die Anforderungen liegen für jeden Einzelnen darin, sich seine Gedanken zu machen, seine Konsequenzen zu ziehen und ja, sich nicht von diesem ganzen Theaterstück verarschen zu lassen, sondern tatsächlich die richtigen, informierten Entscheidungen für sich und seine Lieben zu treffen. Und ja, wo wir gerade in Jerusalem waren, diese ganze Geschichte ums Armageddon und so weiter und so fort, Eschaton emantisieren, um in ein goldenes Jerusalem zu gelangen, erinnert alles ein bisschen an die biblischen Zeiten. Und hier heißt es Jahrhundertinvasion der Zikaden, das Ganze in den USA. Ja, eine Plage biblischen Ausmaßes. Und ja, wer hier genau damit gemeint ist, das muss einmal dahingestellt. Und ja,
Dem amtierenden US-Präsidenten möchte ich in dieser kleinen Sendung hier am Freitagabend die letzten Worte überlassen. Ich verabschiede mich, bedanke mich für eure Unterstützung, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Wir hören uns, wenn der nächste Wahnsinn eingeschlagen hat. Alles Liebe. Und ja, schließen möchte ich mit Joe Biden. Er liest mal wieder den Teleprompter ab und ja, resümiert. Pause. Alles Liebe euch. Lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal. Der Sunny ist draußen.